So, damit ganz herzlich willkommen zum, war es jetzt der 8. oder 9. Ich glaube, der 9. Teil meines Let's Plays von Thief. Wir befinden uns jetzt immer noch in der alten Bibliothek, also sind ja gerade erst angekommen, sind auf der Suche nach diesem, sagenumwobenen Buch, von dem Orion uns erzählt hat. Und, das Ganze auch diesmal wieder mit Facecam, kleine Neuerung. Und suchen jetzt erstmal hier in dieser Bibliothek nach dem Buch. Im letzten Teil haben wir uns ja durch das Bordell durchgeschlagen. So. Denn hier? Was das auch ist, es sieht nicht menschlich aus. Das sah aus wie ein Tier. Fledermäuse, okay. Gut, auch hier wieder jetzt vorsichtig bleiben, wachsam bleiben. Ich glaube, hier kommen wir nicht durch. Nein. Aber vielleicht. Ah! Ältester Trick der Welt. Da war's doch. Sehr schön. Dieser Ort ist ein Labyrinth. Ich muss zum Zentralturm. So. Dann versuchen wir mal darüber zu kommen. Hier war dieses Wesen vorhin. Aber es ist doch nach da gerannt. Oder ist es von hier nach da gerannt? Na gut, mir ist es eh lieber, wenn ich es nicht zu Gesicht bekomme. Nur Fledermäuse. Spannung steigt. Sehr schön. Ah, noch so ein Ding. Das ist schon cool. So. Nein, das hat nichts gebracht. Gehen wir einfach mal hier weiter. Ein einfacher Sprung. Aber wie komme ich darauf? Ja. Oh. Mond, sehr schön. Ah, sehr schön. Und wieder drehen. Achso, das war anders. Oh, verdammt. Das Vieh will ich ja nicht unbedingt in meiner Nähe haben. Stimmt schon, wie komme ich da jetzt rauf?
Vielleicht. Ah. Okay. Kreuz, der Schlüssel und ein Schloss, das sind doch eindeutig Hüterzeichen. Ich muss irgendwie anders hier vorbeikommen. Noch höher scheint es nicht zu gehen. Wagen kann. Nein, da tut sich gar nichts. Ah. Oh, Elend. Diese Konstruktion hier sind schon wieder einfallen lassen. Und hier müsste ich jetzt. Das ergibt ja jetzt so nicht wirklich viel Sinn. Es sei denn. Genau. Schnell hoch. Hier wieder runter. Ja. So wird das ja gar nichts. Ah, wieder zurück. Das war alles. Oh, doch. Gar nicht mal so wenig. Na gut. Und wird das jetzt. Ah, okay, alles da. Ich muss einfach nur hier jetzt wieder drehen, dann dürfte ich direkt über die andere Treppe weiterkommen. Komm schon. Mich beunruhigt es ja schon ein bisschen, dass dieses Vieh da draußen rumrennt und ich nur
ja, praktisch einen Treffer einstecken kann, wenn überhaupt. So, hier war ja unser kleiner Freund. Gucken wir doch mal, wo er hingegangen ist. Ich habe jetzt echt hier erwartet. Okay. Auch nichts von Belang. Wegen diesem Buch bin ich hier. Jetzt muss ich es nur noch losmachen. Ah. Sehr schön. Aber hier war doch auch irgendwo etwas. Ah, da. Hallöchen. Und nochmal. Oh. Nochmal. Was ist denn mit dem hier? Oh. Gut. Nein, andersrum. Ach. So. Das ist also das. Ormies, die Schlüssel. Ich habe das Buch. An diese Nacht werde ich wohl noch lange denken. Auch ja. Ab durch die Mitte. Dieses Vieh ist immer noch hier. Hier steht doch ein Geheimnis, was? Was war denn das? Ja genau, spring doch nicht ans Seil. Warum auch? Also geht doch. Das ist schon ganz schön hoch.
Oh, Scheiße. Du hast gesehen, wie sie reagiert, wenn sie was nicht weiß. Dann stellt sich nur die Frage, wer hat die Tür geöffnet? Genau das finden wir jetzt raus. Trennen wir uns, um ein größeres Gebiet abzudecken. Trennen? Das sagst du so leicht. Immerhin hast du die Fackel. Ja, weil ich beim Kartenspielen nicht beschatze. Das ist nur gerecht. Was? Bist du immer noch sauer, wenn du das Kartenspiel spielst? Weil ich beim PDK und Makrele gewonnen habe? Viel Spaß im Dunkeln. Stimmt, das Bücherregal. Mal sehen, sie hier ist niemand, Jared. Nur Staub und Bücher. Bücher. Was meinst du? Sollen wir was unternehmen? Wir könnten es an Kern vorbeischmuggeln. Vielleicht springt dabei ja was für uns aus. Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Stimmt, sind wir ein bisschen zu nah. Der Laden hier steckt doch voller Geheimnisse, was? Okay, probieren wir's mal. Schwerwort ist überall. Ja, das haben Sie nicht gehört, natürlich. Große Scheiße. Lauf nicht weg! Oh nee, 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 nee. Verdammt.
eine Leiche! Wer war das? Du kriegst mich nicht! Ich finde dich zuerst! Ja, das befürchte ich ja auch. Mit deinem Kopfgeld kann ich meine Familie ernähren. Oh, das ist irgendwie traurig. Ich suche diesen Bereich ab. Ich habe überall nachgesehen. Hier unten ist niemand. Welche Auswahlmöglichkeiten haben wir denn jetzt? Ah, Dreck! Sehr elegant, aber... So, sehen wir mal zu, dass wir hier rauskommen. Spices. Ist da wer? Nein. Das scheint es gewesen zu sein. Ach nein, da ist noch einer. Anscheinend doch nicht. Oh, oder doch? Kiste? Kiste? Seil. Ach, egal, könnt mich mal. Oder es gibt keinen anderen Weg. Na gut. Kiste. Kiste. Seil.
So, und rüber auf das andere. Genau. Abflug. So, hoffen wir mal, dass wir jetzt einfach mal in Ruhe hier rausgehen können. Dann können wir nicht die Folge auch schon langsam beenden. Aber es sieht fast nicht so aus. Was? Also. Bestraf mich, Mutter. Ich war böse. Oh. So böse. Warte! Nicht anfassen! Mein Bein schmerzt. Was ist denn los, General? Ah, der General. Ist Mami etwas zu viel für dich? Sprich nie wieder so über meine Mutter, du dreckige Hure! Au! Komm her zu mir! Was geht denn hier vor, General? Das reicht. Nehmt eure Schwarzsteuer und verschwindet. Noch einmal. Und ich schneide eure Eier ab. Fordert mich nicht heraus. Dreck. Du! Drecksratte! Ich bring dich um. Dieb! Du musst die Damen besser behandeln. Das wirst du bereuen. Das sieht jetzt nicht so klasse aus, aber immerhin habe ich es erstmal geschafft. Schnell noch gucken, passiert jetzt noch irgendwas? Ah, okay. Das ist eine Woche später. Gut. Dann würde ich mal sagen, beenden wir erstmal diese Folge. Sehen uns dann wieder in Folge 9, glaube ich, ja. Nee, es ist Folge 10, glaube ich, ist dann schon. Ach so, schön. Ja, und gucken mal, wie wir den General dann weiter auf den Sack gehen können. Alles klar. Bis dahin, ich verabschiede mich. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, macht's gut.